Habt ihr gewusst, dass Will Smith ausgerechnet diese beiden Kultrollen abgelehnt hat? Ende der 90er bekam Will Smith den Part als Neo in Matrix angeboten. Da ihm das Drehbuch laut eigener Aussage aber zu kompliziert erschien, lehnte er die Rolle ab. Nein! Nein! Stattdessen drehte er lieber den Western Wild Wild West, der an den Kinokassen allerdings gehörig baden ging. Großes Glück für Keanu Reeves, denn der feierte mit Matrix einen grandiosen Kinoerfolg und durfte sich dank drei weiterer Fortsetzungen über eine seiner lukrativsten Rollen freuen. Und auch wenn man meint, dass die meisten Hollywood-Stars wohl Schlange stehen dürften, um in einem Quentin Tarantino-Film mitspielen zu dürfen, so schlug Will Smith auch die Gelegenheit aus, die Titelrolle in Django Unchained zu verkörpern. Und das, obwohl Tarantino die Rolle eigentlich mit Will Smith im Kopf geschrieben hatte. Dem Schauspieler gefiel es jedoch nicht, dass die Figur von Christoph Waltz in dem Film eine wohl größere Rolle einnehmen sollte als Django selbst. Also bekam am Ende Jamie Foxx den Zuschlag. Wie seht ihr das? Hättet ihr Will Smith gerne als Neo oder Django gesehen?